We bring the dome home to you. Filmfestivals auf der ganzen Welt stehen im Moment vor der Frage, verschieben oder streamen? Die Macher des Full Dome Festivals Jena, welches als das bedeutendste internationale Festival zur Präsentation und Prämierung von Full Dome Shows gilt, mussten da nicht lange überlegen. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich das Festival nicht nur als Diskussionsforum zur künstlerischen Entwicklung des jungen Mediums etabliert, sondern ist auch in technischer Hinsicht immer mutige Wege gegangen. Wir hatten nun vor Corona schon diese ganzen wunderbaren Filme vorliegen und haben uns überlegt, können wir das verschieben auf nächstes Jahr, auf den Herbst? Und haben wir gedacht, nein, das ist zu schade. Es ist traditionell Full Dome Festival im Mai. Wir gehen das Risiko ein und bieten ein 360-Grad-Streaming-Festival an im von uns erfundenen Cyberdome. Den mutigen Schritt in das 360-Grad-Full-Dome-Streaming, den haben wir ja auch genommen, weil wir dieses Verantwortungsgefühl gegenüber der Qualität der eingereichten Filme haben. Und zum anderen, weil wir für den Kernbereich, da wo die 360-Grad-Filme wirklich zu sehen waren, da war eine kleine, moderate Bezahlschranke. Und auch das war ein großer Schritt, einen Ticketshop zu haben, der einem Zutritt gewährt zu einem heiligen Raum, in dem die wunderbaren 360-Grad-Filme dann zu sehen sind. Also wir mussten ein paar Innovationen übereinander stapeln, um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Hello everyone and welcome to day 2 of the Full Dome Streaming Festival. Vom 13. bis 16. Mai 2020 wurden 38 verschiedene Full-Dome-Filme, Shows, Kurzfilme und Clips in 360 Grad mit einer technischen Auflösung von 4K gestreamt. Gezeigt wurden dabei ausschließlich neu produzierte Full-Dome-Shows von professionellen, freien Produzenten und Medienkünstlern aus aller Welt. Es sind unglaublich viele Premieren und es wird auch auf uns vertraut, dass wir eben den höchstmöglichen Qualitätsstandard gewährleisten können, um die Filme auch digital bestmöglich auszustrahlen. Es gibt einige Probleme, wie zum Beispiel die Gewährleistung der Sicherheit der Filme, dass die eben nicht kopiert werden können. Und das war die größte Herausforderung und war auch die höchste Priorität. Essentiell für ein Festival ist aber auch der direkte Austausch der Filmemacher mit dem Publikum. Aber wie setzt man das online um? Durch die sozialen Medien, damit es mit Facebook kombiniert ist und die Chatrooms, die wir sozusagen eingerichtet hatten, war es möglich, die Szene zusammenzubringen und da auch einen Austausch und Gespräche halt zu gewährleisten. Auch im Nachhinein gab es Verknüpfungen zwischen Producern und Planetarien, die sonst niemals entstanden wären. Und von daher war unter den Bedingungen, die eben gerade herrschen, hatte das einen Festivalcharakter, das kann man so sagen. Das Festival zieht jedes Jahr eine internationale junge Szene von Medienkünstlern und Kuppelfilmern an, die die Befreiung von den Begrenzungen der rechteckigen Leinwand mit Neugier und Experimentierfreude angehen. Wohin orientiert sich das junge Medium dabei und welche neuen Möglichkeiten entstehen durch die kuppeltypische Bildsprache? Man kann eigentlich auch sagen, dass 360-Grad-Film oder eben auch der Full-Dome-Film sich ja aus dem Film selbst entwickelt hat. Also früher wurde ja auch, bevor es noch Kameras gab, viel mit Panoramen gearbeitet. Und so hat man ja einen Raum hergestellt, der sich zwar als solcher nicht bewegt hat, aber in dem man sich bewegen konnte. Und dieser 360-Grad-Aspekt, dieser allumfassende Aspekt, der wird eigentlich im Medium Full-Dome fortgeführt. Und es wird wahrscheinlich immer so bleiben, dass es parallel zum Kino laufen wird. Also es ist nicht das, worin das Kino mündet. Es wird immer eine Nische davon bleiben. Aber ja, es ist eigentlich so die Urform des Kinos fast. Ja.
So I am actually in my studio that you can see now in my dome with a bunch of computers, projectors, softwares and all that. Begleitet wurde das mehrtägige Programm von Vorträgen, Interviews und Performances. Neben den Festivalfilmen gab es im Frameless Forum, dem für jedermann offenen 2D-Stream, täglich kurze, farbenfrohe Projektpräsentationen und Interviews zu Kooperationen, Standards, Updates, Technologien, Ideen, Erfahrungen und Innovationen. We connected between Jena live at the festival. Insgesamt blickt Mickey Rehmann auf 3 intensive Festivaltage zurück. Auf die Frage nach der Resonanz auf das Festival, das Streaming-Festival, kann ich sagen, quantitativ war es so, wir haben nachgerechnet, es sind ungefähr 3000 Leute aus 26 Ländern dieser Erde, Teilnehmer, Zuschauer, Akteure dieses Festivals gewesen. Und wenn man bedenkt, dass wir so eigentlich so eine kleine Avantgardistentruppe aus Jena und Umgebung sind, sind wir da richtig stolz und klopfen uns gegenseitig auf die Schultern, dass wir so ein großes weltweites Publikum erreichen konnten. Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee, sprach in seinem Großwort direkt aus dem Cyberdome über die innovative Kraft des neuen Mediums Fulldome. Es wurde nach einer Möglichkeit gesucht, nach einer innovativen, ja, ich würde sagen bahnbrechenden Möglichkeit, wie wir euch und Ihnen dieses Fulldome Festival trotzdem offerieren können. Und das Spezielle ist, Sie müssen sich gar nicht bewegen. Sie können im Wohnzimmer sitzen oder im Gärtchen, wo auch immer, und können wunderbar zuschauen. Preise gab es in 5 Kategorien. Jurymitglied Kelly Francis über die besondere Qualität der Filme und den Charme des Festivals. Not only is it international, but this festival really has heart. It's not often that we see a planetarium blockbuster up against an experimental student film and an independent submission competing for the same award. And I feel very fortunate to have been a jury member this year and bear witness to what's out there now, thanks to this fantastic festival. Zum Schluss ein musikalisches und visuelles Highlight. Die Special Dome Show der United VJs. Verschiedene Künstler vereinigten ihre Musik- und Bildwelten online und kreierten somit etwas Einzigartiges in der internationalen VJ-Szene. Der 2. Teil des Fulldome Festivals ist für den 20. bis 22. November geplant. Dann wieder mit Publikum im Zeiss Planetarium Jena. Im Vordergrund stehen Live-Performance und immersive Konzerte, die es so nur im Dome geben kann. Und da haben wir ein paar wunderschöne Pfeiler im Köcher, von denen ich jetzt noch nicht viel verraten möchte, nur anzukündigen, uns juckt es jetzt schon in den digitalen Fingern, dafür zu sorgen, dass, wenn im Spätherbst Teil 2 stattfindet, dass es sich dermaßen lohnt, dahin zu kommen, sei es digital oder persönlich, hauptsächlich persönlich, weil dort Konzerte, digitale Performances mit Gruppenfeeling stattfinden, die allen unseren Qualitätsansprüchen und unserem Innovationsbedürfnis gerecht werden. Beim Fulldome Festival geht es nicht allein um das Abspielen von digitalen Kunstwerken in 360 Grad. Es ist auch ein Experimentierfeld, in dem Theater, Performance, Musik, DJs und VJ-Konzerte zusammenkommen und so das Spektrum der immersiven Medien ständig erweitern. Selbstverständlich wird auch der 2. Teil des Festivals für die weltweite Community wieder im Online-Stream zugänglich sein.